Da sind wir wieder gleich. Spielen wir Xenoids, das ich mir runtergeladen habe als Demo, weil ich es interessant fand, weil das so ein bisschen in die Richtung Alien geht. Hier haben wir jetzt aber wirklich ein Spiel, wo ich nicht weiß, ob es in 5 Minuten hier noch läuft, weil ich nicht weiß, ob es gut ist. Ich fand es interessant, weil es um Alien-eske Erfahrungen geht. So ein bisschen eine Mischung aus Alien, Among Us und ein, zwei anderen Spielen, die ich auch schon in die Richtung gespielt habe. Aber kann es auch die Qualität erreichen? Das ist die Frage. Ja, besser. Da ist es doch wieder. Ja, jemand müsste eventuell mal, falls wir einen Moderator drin haben, müsste jemand vielleicht mal das Spiel ändern. Aber ist auch nicht so schlimm. Weil um 4 ist ja dann eh schon wieder Elden Ring. I saw some movement on the camera in the warehouse. It looks like the creature is hiding somewhere out there. The warehouse is large. Can you tell me more specifically? Workbench in the warehouse, next to it is the box with parts. Take the drawing next to the computer and assemble the bio radar on the workbench. This thing will help you find the creature. At the same time, eliminate the short circuit. It's not difficult. The short circuit is visible by the sparking wiring. Na gut, ich soll's halt machen. Kann ich nicht ändern. Wie heißt das Spiel? Ich muss nachgucken. Xenoids. Xenoids. Und ich glaube, das ist eigentlich sogar ein Multiplayer-Spiel. Es ist ja als erstes Tutorial. Different items createn. Okay, ja klar. Bioradar will ich haben, habe ich aber zu wenig. Da habe ich ihn doch. Ich hatte ja ein, zwei Mal schon andere Spiele dargestellt, vorgestellt, die auch so ähnlich sind. Leise auf einem Raumschiff mit einem Monster. Aber das hier ist jetzt schon besser, finde ich, als das, was ich letztes Mal vorgestellt habe. Das war aber nicht ganz fertig. Okay, hier drin kann ich mich schon mal verstecken. So weit, so üblich. Also man muss sie einfach so drüber ziehen. Man muss sie nicht da drauf ziehen, aber die Striche müssen über alles drüber gehen.
Also kicken ist für einen kurzen Moment ganz gut. Ansonsten brauchen wir natürlich Munition. Hat er den nachgeladen? Hä? Doch, da. Okay. Gutes Tutorial. Ich finde, das Tutorial macht hier schon richtig Bock auf das Spiel an sich. Oh. Okay, was auch immer das war, einfach nur ein kleiner Wurm. Okay, ich dachte gerade, das wäre es jetzt schon gewesen. Ne? Ich will ja schon nochmal spielen. Ich mach mal ein paar Mal, kann ich wiederbelebt werden, oder? Geht nur? Ah, 5. Ja, wie gesagt, es gibt viel zu craften, viel Waffen, die man sich holen kann. Jeder Charakter, wie ihr seht, hat auch spezielle Eigenschaften. Ich muss sagen, ich finde das bisher eigentlich sehr, sehr interessant. Ich nehme lieber den, der ballern kann. Okay, speichern kann ich nicht, aber man kann speichern. Nur keine Memory Card. Hm. Also, Xenoids sind überall im Schiff. Wir müssen ein SOS-Signal senden. Und erst die Sicherung austauschen.
Es gibt ja wirklich eine Ego-Sicht. Das ist ja geil, Leute. Ihr seid ja die Allerkrassesten. Ihr wisst wirklich alles. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Idee. Ich wüsste gar nicht, was ich zuerst ausprobieren sollte. Aber ich bleib mal bei der Ego-Sicht. Ich habe natürlich jetzt nicht diesen Radar. Das hat mich natürlich komplett in eine sichere. Mir ein sicheres Gefühl gegeben, was komplett falsch war. Die Geräusche sind echt gut gemacht, so dieses Rumoren der Motoren dazu. Immer diese Geräusche, wo du weißt, das kann nur von irgendeinem Alien kommen. Okay, also Fuses habe ich jetzt natürlich schon einige. Weiß noch nicht, wo ich die hinbringen soll. Wahrscheinlich zu Fusion. Das ist nie ein gutes Zeichen. Kann ich da auch rein? Nee.
Oh, eliminate short circuit, und dafür habe ich nur noch wenig Zeit. Die große Frage wird sein, wo sich dieser Short Circuit befindet. Ich gucke gleich mal, ob ich den nicht vielleicht sogar da, genau. Da! Okay, geradeaus, nächste links. Machen wir da erstmal das. Das hat ja einen Counter. Oh, ich habe von dem Grau, von diesem Knurren habe ich gerade so richtig Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, fuck, jetzt kommt einer von den Großen. Aber das war ja nur so ein Lappenlauch. Bananen-Alien. Banalien. Schabo, das Alien. Was? Hab genug Chips? Ich entscheide, wann ich genug Chips hab. Okay. Moment. Hier links? Ja. Schnell. Ich müsste hier vielleicht irgendwo noch eine Sicherung machen, aber nee. Scheiße, hätte ich einfach von Anfang an hätte ich da lang gehen sollen, ne? Ich komme da nicht hin. Nochmal gerade gucken, irgendwas habe ich vielleicht verpasst. Ja, dann werde ich den Short Circuit jetzt eh nicht schaffen, ne? Weil ich die rote Karte nicht vergessen habe, nicht gefunden habe. Mal gucken, ob jetzt gleich vorbei ist, wenn dieser eine Countdown durch ist. Wahrscheinlich schon, ne? Okay, ein Tab ist durch. Ist natürlich dann später so gedacht, dass dasselbe Raumschiff immer unterschiedliche Geschichten hat, ne? Es ist halt natürlich, soll immer wieder gespielt werden können. Und ich glaube, dass ich, wenn ich das zum 10. Mal spiele, deutlich... Ah! Ah! Alter, Schmaliens! Da legt sie nieder. Okay.
ich muss unbedingt auch mal irgendwas bauen, weil ich einfach zu viel Krimskrams in den Taschen habe. Ich dachte, ich kann wiederbelebt werden. Aber ich kann ja jetzt auch jemand anderen nehmen, genau, ne? Nehme ich mal den Engineer. Der hat aber keine rote Keycard. War das nicht schon? Was soll man denn bitte machen? Geil, die hat ein Bioradar. Das ist wichtig. Wo könnte das alles sein? Da zum Beispiel würde ich halt gerne wissen, was ist das hier? Der ist ja scheinbar ein Rechner, der ist wichtig. Wir gehen mal. Wir wollen aber die Karte. Also ist hier vielleicht die Karte? Ist hier die Karte? Das sieht alles irgendwie komisch aus. Hier ist so ein Stromding. Ich dachte, ich habe sie immer noch nicht, ne? Aber der andere hat die ganzen Fuses. Ja, hier vorne, wo er gestorben ist. Good.
Wo sind meine Waffen? Das Alien, ey. Ach komm, du bist doch betrunken. Das wollte ich nicht! Das wollte ich überhaupt nicht! Okay, das Alien ist zum Glück ein bisschen blöd. Scheiße, die schmieren die ganzen Räume immer mehr ein. Seht ihr das? Die Räume werden immer mehr zu Alien Town. Schmodderhausen. Schleimstadt. Boah, jetzt ging hier der Alarm los. Weil ich ja gleich noch meine Action habe mit... Kurz, weil ich gleich noch mit Sia spiele, habe ich mir einen Alarm gemacht. Eieiei. Der hat mich gerade sehr erschreckt. Ich werde demnächst mal diese Geschichte einbauen, wo ihr mich erschrecken könnt über den Chat. Da ist es. Scheiße, kann ich hier rein? Ja. Drin, du hast dich verletzt. Lalalala. Nein! Geh mal rein! Kick! Jetzt geht's hier schon gar nicht mehr auf, weil schon alles so voll geschleimt ist, ey. Tja, jetzt komme ich da natürlich nicht mehr rein, kann die Sachen auch nicht holen. Thank you.
weiß halt wirklich nicht, wo man hier lang muss, aber hier sind auf jeden Fall einige wichtige Sachen. Nichts davon. Also das ist wirklich spannend. Ich muss aber sagen, es ist... Oh, nö! Das passiert immer, wenn das Ding zu nah kommt, anstatt dass es da eine Animation gibt, wie sich das rauszieht, läuft dann dein Charakter quasi automatisch raus. Also das ist jetzt kein Fehler von mir, sondern das passiert dann halt. Ich würde gerne wissen, ob man das, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, wie das dann so funktioniert. Ein Scheiß ist das mit diesem Alien! Nein. So, ich habe noch einen. Ich glaube, normalerweise könnte man nachgucken vielleicht, aber normalerweise würde man das ja zusammenspielen im Team. Mit jeder mit seinem eigenen Charakter, dann ist das vielleicht auch alles nochmal einfacher, weil das Alien dann ja auch mal abgelenkt wird. Aber ich muss, normalerweise darf ich auch nicht rumrennen, aber wir haben so wenig Zeit jetzt hier noch, dass ich das jetzt mache, aber normalerweise ist es halt der sichere Tod. Es ist auf jeden Fall Early Access alles, ja. Das ist gerade eine Demo sogar nur, also ist gar nicht das Vollspiel. Ich glaube, das gibt's noch gar nicht. Aber doch, ich mag ja sehr diese Kopien, diese Low-Budget-Kopien von bekannten Filmen, mag ich eigentlich alle immer sehr. Es kommt oft auch von Fans und die haben dann auch genau die richtigen Sachen versucht einzubauen. Ob sie es dann hinkriegen, ist noch was anderes, aber das Feeling wurde schon versucht hier umzusetzen. Doch, das merkt man auch.
würde es feiern, wenn Simon nochmal Alien Isolation spielt. Das werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Vielleicht im Schocktober. Aber vielleicht auch mal gucken. Da gibt es auch einen DLC, den ich glaube ich noch nicht gespielt habe bisher. Und diesen DLC würde ich dann durchaus auch mal spielen. Ich habe ja jetzt gerade angefangen bei Rocket Beans das DLC oder den DLC zu Callisto Protokoll. Warum? Warum nicht einfach alles nehmen? Na toll, jetzt hat er nur die Pistole nicht genommen. Du Scheiße! Ich hasse dich! Ich konnte die Waffe nicht nehmen. Oh, ich hab sie. Stimmt, ich war ja der Soldat. Oh. Oh. Was hat er denn für riesige... Guckt euch das mal an. Ja. Minus 220 Punkte. If you like this demo, then don't forget to add the game to your wishlist and leave feedback. Jein, ist natürlich jetzt, ne? Kann ich denn irgendwie einfach so mit irgendwem spielen? Wir gucken mal. Kann natürlich sein, dass es eins dieser Spiele ist, wo sehr schnell klar wird, keiner spielt es, also wird es auch keiner mehr kaufen. Also hast du niemanden zum Spielen. Also ist das Spiel dann quasi ein Flop ab Launch. Es ist einfach keiner da. Also wenn ihr das spielen wollt mit Freunden, holt euch doch mal die Demo. Das würde ich euch echt empfehlen. Holt euch doch mal die Demo und ja, guckt euch das quasi mal zusammen an. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Hier ist die Shop-Seite. Gerade mal schauen, vielleicht ist das ja auch schon da. Nee, es gibt es tatsächlich schon für 10 Euro. Wir gucken uns mal einen Trailer an. Ja, das hätte ich häufiger machen müssen, ablenken. Ja, die kommen auch noch, okay, klar. Xenoids. Also, das Problem mit Xenoids ist, dass es seit Januar raus ist, wie ich gerade gesehen habe. Noch ein größeres Vieh, ne? Die Königin. Die kommt am Ende. Das ist, also es ist seit Januar draußen, niemand spielt es. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, wenn man das gekauft hat. Deswegen mein Tipp, also vielleicht ist es auch so, dass die Demo nur niemand spielt im Moment. Aber egal, ob es spielt oder nicht. Ich finde es ganz empfehlenswert. Vielleicht jetzt nicht unbedingt perfekt so. 10 Euro. Pff, ist schwer zu sagen. Also ob es das wert ist. Aber ich meine, es ist ein cooles Erlebnis bisher gewesen. Es ist ein bisschen amateurhaft, ist ja klar. Aber das erwarte ich auch nicht anders. Es ist ein Mann-Projekt. Und ja, leider spielt es halt keiner. Das ist dann immer, immer scheiße. Null Spieler geht gar nicht. Insofern würde ich euch das empfehlen, euch mal als Wishlist irgendwo zu geben. Hier einfach mal Wishlisten. Und das nächste Mal, wenn das Ding dann irgendwie 2 Euro, dann kauft da mal für euren Kumpel mit eins und dann spielt man das zu zweit.
Es ist nämlich auch, nur weil das Spiel seit Januar da ist und es keiner spielt, heißt ja nicht zwingend, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern eigentlich eher, dass es halt eins der Titel ist, die ein bisschen runterfallen unter der vom Tisch der Streamer. Hypes. Aber ich finde es echt nicht verkehrt. Es könnte noch besser sein. Aber als Early Access finde ich es schon okay. Es ist ein sehr kleines Team. Wenn ihr denen helfen wollt, dann macht das doch bitte. Ich auf jeden Fall habe das sehr gerne vorgestellt. Würde es eben auch nochmal mit Leuten spielen, wenn man da irgendwas nochmal zusammen machen will. Würde ich machen. So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt nur noch 15 Minuten. Und dann treffe ich mich ja schon mit dem Sia. Ja, dann mache ich mir noch einen Kaffee, könnt ihr euch auch noch mal chillen, können wir noch mal ein bisschen überlegen, was wir noch alles haben. Ihr könnt ja mal ein Feedback abgeben. Ich habe jetzt zum Beispiel, wie gesagt, kommt demnächst. Ich kann es ja mal durchgehen. Elden Ring spiele ich gleich, Tomb Raider spiele ich weiter. Star Wars habe ich mir installiert, weil ich hier den Thrustmaster Flightstick habe. Das ist nicht der hier, das ist ein Joystick. Das hier ist der Flightstick. Und da habe ich auch hier den so einen Schub-Controller und so. Wollte ich eigentlich mal benutzen. Deswegen habe ich mir das runtergeladen, weil ich gerne mal Squadrons spielen würde mit dem ganzen, mit der ganzen Hardware-Ausstattung. Und habe dann auch gemerkt, okay, da musst du dann doch ein bisschen investieren, damit, also Zeit investieren, damit das alles installiert wird und so. Und habe das dann auch gemacht, habe das umgestellt. Müsste jetzt eigentlich klappen beim nächsten Mal. Das habe ich auch noch. Aber das, wie gesagt, brauchen wir auch mehr Zeit. Helldivers spiele ich natürlich immer wieder gerne. Was ist das denn? Age of Water. The First Voyage. Irgendwas mit Wasser. Deswegen habe ich mir das wahrscheinlich gegeben. Außerdem High Water. Das ist ja auch noch relativ neu, ne? Könnte man auch mal spielen. Aber da habe ich jetzt heute wahrscheinlich keine Zeit mehr. Aber das ist auch ein Multiplayer-Titel, den ich ganz cool finde. Supermarkt Sim ist von Streamern und Viewern hart gepusht worden. Ja, ja, klar, die Supermarkt-Simulator kenne ich auch. Habe ich kurz überlegt, ob ich den auch machen soll, aber zum einen hat den ja jeder gemacht und ich hatte ihn zwar schon früher runtergeladen als andere, aber ich spiele ihn dann nie. Ich habe dann so Kram, der immer voll spät erst gespielt wird von mir. High Water ist ein sehr interessantes Spiel, werde ich demnächst mal spielen. Wenn ich das richtig sehe, ist es so eine Mischung aus 4-Player, Crafting, Survival, Koop und Geschichte. Ich weiß aber nicht, ob man es wirklich zu viert spielt oder ob die einfach alle mitlaufen. Hat was. Vielleicht auch nicht für jeden, aber auf jeden Fall ein interessanter Titel. Supermarkt Simulator ist halt gut für Just Chatting nebenbei. Ja, das stimmt, ne? Das ist wahr. Probier mal das Spiel Foxhole aus. Foxhole, ja, aber ich sehe schon, das ist jetzt mit 25 Euro echt noch ein bisschen teuer. Ich gucke mir das gerade mal an, das ist von September 22. Ich mag ja Naval Warfare eigentlich schon, ich habe damals hier Battleships oder wie das hieß, habe ich irgendwie gerne gespielt. Ah, das Online und dann, Moment, also es gibt, hä? Okay, offensichtlich geht es nicht um Schiffe, doch auch. Ja, abgefahren. Also man spielt auf Schiffen als Person, aber auch auf dem Festland. Das ist ja ziemlich abgefahren. Ach, das Naval Warfare ist ein neues Update. Also es ist auch nichts für mich. Also ich meine, ich würde es spielen, weil ich so Genre-Experimente eigentlich sehr mag. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich total quasi direkt auf den Download-Button gesprungen wäre. Aber irgendwie hat es auch was. Aber gut, ist vielleicht wirklich nicht für jeden. Ich merke es mir mal. Also eine Sandbox-Kriegssimulation, bei der bis zu mehrere hundert Leute Hand in Hand arbeiten, um die gegnerischen Stützpunkte innerhalb von stundenlangen Kämpfen einzunehmen. Klingt auch verdammt geil, wenn man das spielt, ne, mit anderen. Frage ich mich nur, ob das noch jemand spielt im Moment. Und Naval Warfare ist jetzt das neue. Game, where thousands of players shape the outcome of a persistent online war. Foxhole's next chapter begins this fall with Naval Warfare, the highly anticipated update. Und jetzt ist es halt Naval, aber vorher war es halt normale Kämpfe.
build and deploy impressive fleets of gunboats, destroyers, and massive screen-spanning battleships with dozens of players on deck. Operate new classes of large naval vessels with crews capable harbors. Also es ist interessant, es ist wirklich interessant, sehr interessante Idee, aber wahrscheinlich jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät auch für mich. Also, was haben wir noch? Hier, da habe ich noch eine gute Idee gerade gesehen, Starship Sim. Das, ne, der Starship Simulator. Warum habe ich den eigentlich schon bei mir? Habe ich schon runtergeladen, ne? Habe ich doch eigentlich schon alles. Habe ich auch schon, wie ihr seht, irgendwo aktiviert. Das werde ich mir mal angucken. Also nicht gleich, wir haben leider nur noch 10 Minuten. Nee, Wolong geht leider gar nicht mehr weiter. Wolong habe ich aufgehört, war mir zu schwer. Geil! Real-Time warten. Seht ihr, wie viel Missionstime, wie viele Nullen da sind? Das ist, damit die Jahrhunderte noch reinpacken können, wenn ihr einfach nur in Echtzeit rumfliegt. Irgendwie sieht's cool aus. Aber ist wahrscheinlich, wenn man spielt, eher langweilig. Okay, das ist natürlich auch cool, ne? Multiplayer. Gefällt mir. Aber ist halt wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Da ist irgendwie abgefahren. Also jeder übernimmt eine Position in diesem Schiff. Klingt eigentlich mega interessant, aber dann muss halt auch was passieren. Das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Wenn da nämlich nichts passiert, dann stehst du aber die ganze Zeit nur vor dem Warpkern. Es ist halt wirklich das, was alle Trekkies haben wollen. Glaube ich schon. Doch. Ist, glaube ich, auf Roleplay-Servern, wie ihr auch gerade sagt, echt nice. Ich lade mal die Demo runter für später. Ist ja noch nicht fertig. Und ich glaube auch sogar, ich glaube, ich hatte sogar Starship Simulator. Ach, ich habe die Demo sogar schon. Ne? Die habe ich nämlich schon runtergeladen, glaube ich. Nee, sie wird gerade runtergeladen. Jedenfalls hatte ich sie schon, habe sie dann wieder gelöscht, weil ich nicht dazu kam. Psalm, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Guckt euch ruhig mal das Video Psalm an, wenn ihr, wenn es auf meinem Kanal rauskommt. Holla, abgefahrenes Spiel. Habe ich durchgespielt, findet ihr bald auf meinem YouTube-Kanal. Okay. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Dieser Stuhl nicht zum Sitzen da.